セガサターン。シャイニングザホーリーアHallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit eurem Gameblamer, heute wieder bei Sega Saturn Revisited und wir sind wieder bei einem Exklusivtitel auf dem Sega Saturn und zwar Shining the Holy Ark. Jeder kennt Shining Force. Aber kennt Sonic. Jemand von euch... Software Planning. Aber kennt jemand von euch Shining the Holy Ark? Ja, da staunt ihr jetzt, ne? Muss das alles mal ein bisschen runterschrauben, damit das nicht zu laut ist. So ist okay. Kaputt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, Shining the Holy Ark. Starte ich jetzt auch das allererste Mal. There aren't any saved adventures, so I'm making a new one. Das ist sehr lieb. Ich heiße aber nicht Arthur. Ich möchte wie immer heißen. Ich bleibe meiner Linie treu. Oh nein! Zack. GB, wie immer. Sieht ein bisschen aus wie Playmobil-Männchen, oder? Oh nein! Yeah, I saw him with my own eyes. He ran in with a big sword of this strapped across his back. Eben kurz zur Erklärung, es gibt davon kein deutsches Spiel. Soweit ich weiß, ist es auch nur in Japan rausgekommen. Ich muss jetzt mal eben gucken. Nee, gibt es tatsächlich auch ein Europa-Release. Dann waren sie einfach zu faul, das ins Deutsche zu übersetzen. Kann man nichts machen. Yeah, I saw with my own eyes, he ran... Okay. The captain and the others went in after him, but... That explaining it. No wonder you were the only one out here when we arrived. You don't think... I wonder if the captain will come back out to get us. It's been quite a while since the mine was shut down. There are probably lots of creepy things running around in there by now. Yeah, I wonder where those mercenaries are. Schade, deutsche Texte hätte ich echt gut gefunden. Naja. Hey, look over there. Früher war das halt noch nicht normal. Yup, that's them all right. Looks like they made it. Hey, we may not have to go into the mine after all. Those approaching must be Ford the Sorcerer and his partner Melody the Shaman. They have a fierce reputation. Look, there's three of them. Who's the swordsman? I know that guy. He's GB, a mercenary who's starting to make a name for himself.
They have assembled quite a team. Rhodey doesn't stand a chance. Forte and Melody are a strong pair, but adding in a swordsman... Yeah, I don't know what Rhodey did, but he's sure going to pay for it. I heard a rumor that Rhodey was involved in a power struggle at the palace and these were assembled by the Enchantress Relics to track down Rhodey. That sounds strange. Strange? What do you mean? I heard that Zabato, the sage of anti-Enchantress faction, had employed some mercenaries to find Rhodey. Zabato was stripped of all his power by Relics, so therefore he couldn't. Who was he supposed to have hired? Lisa, the female paladin, and the dragon warrior Bustle. At least they would be better than any of these mercenaries. Keep it down, they'll be here shortly. Sie sehen trotzdem aus wie Playmobil-Figuren, es tut mir leid. We are already here, exactly who's supposed to be better than us. Boah, ey, Digga. Oh, den hätten sie lieber weglassen sollen. Oder einfach nur so ein kleines, leises Rattern oder so. Aber, boah, diese Sounds. Boah, schlimm. If we were after you, you'd be dead by now. We were told this was urgent, so we took a shortcut for or to get here faster. Boah, ich muss wieder ein Stück weiter weg sein. So this is it. The mine where Rhodey has gone into hiding. So the reason so few of you and rich soldiers are out here is that the rest went in after Rhodey, right? Well, at least some of you have courage. What are you mocking us? How many? What did you say? He's asking about Rhodey's group. How many of them are there? Zeigt er gerade Ficker? Gut, der zeigt doch so, oder? Der zeigt doch hundertprozentig so. 10. Who? Could be interesting. Oh, no. I meant he's in there alone. What? Alone? We could have taken care of this by ourselves. Why did we need to bring him? Ah, guck mal. Ja, so bin ich halt, ne? So bin ich auch im echten Leben. In der Diskussion, wenn jemand einen Witz macht, ne, wo ich lustig finde, mache ich. We are all aware of our reputation, but don't underestimate Rhodey. He's a very crafty adversary and possesses some very powerful magic. Well, whatever. There'll be time to discuss splitting the take later. Ja, bin ich mal gespannt. Aufs Gameplay. Well, Rhodey is somewhere in this mine, and we've got to find him. Why don't you take points? Yeah, since you're the mighty swordsman, you lead the way. Agreed? Okay. I knew you'd see it our way. We'll be right behind you. Ah, okay, das ist sowas wie Dungeon Master, ne? So Dungeon Crawler. Check. Ah, the support troops have arrived. Rhodey went that way. Please, hurry, or he'll get away. Ich denke, der ist alleine reingegangen. Ja, mit dem quatsch ich jetzt gar nicht erst. Ich dachte, der ist alleine reingegangen. Warum stehen hier jetzt doch Soldaten hier rum? Boah, so richtig Eye of the Beholder-mäßig. Das kennt bestimmt keiner von. Doch, das kennt doch, ja, doch, bei meinem Zuschauer, bei meinem Publikum, was ich habe, doch. Eye of the Beholder, daran muss ich jetzt gerade denken.
Welcome, Mercenaries. You all look well. He is in there. Aber hier ist ja nix. Welcome. So you are the chosen ones to join me in spinning. The threads of destiny. Join you? Spin the threads of destiny? You must be Rhodey, right? Why do you say such strange things? What do you mean by spinning the threads of destiny? Wait a minute. There are three of you. You aren't the one sent by Zapato, are you? You are those bloodthirsty mercenaries summoned by that hack, Relix. And it's nice to meet you too. By the way, what gives you the right to call anyone bloodthirsty? We have been sent here by direct orders from the King of Enrich to exterminate the rat who fled into this mine. And that rat is you, Rhodey. A rat? What a joke. So my potential exterminators, I take it you won't just leave quietly if I ask nicely. Yes. I know each of you are confident in your skills, but do you really think you can defeat me? I guess the only way to find out is to try out. Here he comes, assume your positions. Rhodey! Battle, command, substitute, retreat. Was ist denn command? Also, okay, ich kann alle kommandieren oder ich... Ne, komm, Melody und Forte setze ich auf Auto und mich selber setze ich auf manuell. Was ist Substitute? Ah, okay. Retreat? Nein. Battle. So, Fight, Use Item, Use Magic und Defend. Was haben wir denn an Items? Warrior Knife, Herbs. Ah, okay, das ist auch noch das, was wir equipped haben. Use magic. GB doesn't know any magic. Okay, dann kämpfen wir mal. Melody suffered 6 points. Wow. Ah, okay, er hat aber Herbs benutzt. Brutal Fire. Ich wollte gerade sagen, also jetzt heal mal den Forte. Sehr gut. Ja, das finde ich schon mal wirklich geil an dem Spiel, dass ich meine... Oh. Dass ich meine Mitspieler auf Automatik setzen kann. Dann kann ich mich nur auf mich konzentrieren. Okay, ich bin Illusionen verfallen. Aber die anderen nicht. Ne, das finde ich gut. Das finde ich also richtig gut, dass die dann ihr eigenes Ding machen und ich kümmere mich nur um mich. Weil ich gehe einfach davon aus, dass der Computer so clever ist und sich immer heilt, wenn er Schaden genommen hat. Finde ich super. Musik finde ich gut. Gefällt mir auch richtig. Das ist so eine typische Kampfmusik halt, ne? Aus. Man kommt sich richtig vor wie so ein kleiner Held. Finde ich gut. Kann man die Animationen auch unterbrechen? Nee, das geht nicht. Animation muss man zu Ende gucken. Oder mit den L- und R-Tasten? Nee, auch nicht.
Oh, wir haben ihn auf den Knien. What a disappointment. However, I'm not finished yet. Not until my destiny is fulfilled. Rhodey has been defeated. 12 points of experience acquired. Da fällt die Mine ein. That's it. Was ist das denn? Landet da ein UFO drin? Ein UFO. E.T. Also ich muss ehrlich sagen, ja, es ist jetzt nicht Top-Notch-Technik, aber es ist schon interessant und spannend. Also kann man jetzt absolut nicht absprechen. Die ganzen Shining-Spiele sind ja sowieso dafür bekannt, dass sie mega geile Stories haben. Die Shining Force Teile und Shining the Holy Ark wird da genauso sein. You are the chosen ones to join me in spinning the threads of destiny. I have no need of bloodthirsty mercenaries. Leave this place. Es macht wirklich Bock auf mehr, ne? Es ist spannend. Do you really think you can defeat me? Die Frage ist, ob das Spiel auf Dauer diese Spannung aufrechthalten kann. Aber da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, muss ich sagen. I should have never been born. No one could possibly understand my pain. I will not let you inherit the spirit. Who are you? One of the chosen who will spin the threads of destiny with Rhodey? GB! What does the creature want from us? GB! I have no desire to resurrect the thousand-year kingdom.
GB, GB, GB. Da ist unser Auge aber jetzt sehr plastisch dargestellt. Weil ich denke mal, es soll die Sicht aus unserem Auge sein. Are you all right? But obviously, the answer of that is no. I asked the wrong question. Your life's eternal. Your life's eternal flame is almost gone. We must hurry. We are the spirits willed into being by the Creator. You three have been accidentally caught up in the struggle between the forces of life and death. Rhodey sustained brain damage from the falling rocks. As a result, he suffers from amnesia and can't remember anything, leaving us with no time to waste. We spirits have the power to heal. He can be restored if he possesses his body. Then he will likely make a full recovery. Melody is in critical condition. Her rib cage has been crushed and a fragment has punctured her lung. However, we will help heal her as well. She regained consciousness for a brief moment earlier and witnessed one of the evil spirits possessing her partner. Unfortunately, there is nothing we can do to alleviate those emotional scars. The spirit will control Rhodey until he recovers from his injuries. He'll regain his magic and abilities as well. Melody is able to act on her own free will. We will not affect her freedom. You are in critical conditions as well. We feel responsible for you since the cause of all of your injuries was our escape pod and... I have need for a body too. If I remain here among this evil, I will perish. Remember that you three whose bodies have been imbued with spirits cannot be separated, even though you were once enemies. They all have agreed. I want you to remember that too.
I remember fighting you, but I can't remember why. Maybe it's because of that rock falling on my head. I can't remember. Since we are all in the same situation, just as the spirit said, it's meaningless to fight with Rhodey now. As long as they occupy our bodies, it's best that we work as a team. Although I seem to have lost all my equipment and forgotten my fighting skills, I guess I should be glad that I'm still alive. Since I can't see any reasons to stick around in this mine, let's find our way out here. GB, let's go. I don't think we can depend on Rhodey right now. So why don't you take the lead and let's go try to find Forte. Since the evil spirit has recently possessed his body, we may still have time. Okay, jetzt muss ich den Ausweg finden für uns. Wahrscheinlich gibt's dann auch random Fights jetzt. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Kann ich halt nicht wegmachen. GB carefully looked at the rock. Oh, Herbs. Ja, kann ich halt nicht irgendwie wegmachen. Possession, Magic, Tactics. Use, Equip, Give, Discard. Doesn't know any magic. Feuer, Magic, heilen. Toll, da haben wir auch nichts zum Benutzen. Ja, super. Also sind wir hier schon mal falsch oder wie sehe ich das? Also müssen wir wohl woanders lang. Oder wir müssen halt einen Ausweg finden. Ah, Moment. Ha, das war nicht so ersichtlich. Oh, was ist das? Das durchsuchen wir natürlich auch. It was completely dark inside. Okay. Ein Geist! Oh! Sogar richtig gut animiert, muss man sagen. Moment, bevor wir weitermachen, Command. Rhodey setze ich auch auf Automatik. Ich mache nur wieder mich. Ist einfach das Beste. Und geht auch schneller dann. Ghost has been defeated. 19 Gold und ein Herb. Und 3 Punkte Experience. Ja, also es ist wirklich so ein Dungeon Master Eye of the Beholder Ding. Heftig. Gefällt mir richtig gut. Brutales Feuer. Sehr schön. Bad Ace Group has been defeated. 24 Gold, 4 Punkte Experience. Warning? Warning hört sich doch gut an. Check. However, nothing was found. Okay, dürfen wir nicht lang. Oh nein! Wie die stirbt, ey. Oh, ich dachte, mich heilt jetzt wenigstens mal hier Melody. Ja, scheint der Zusammenhalt in der Gruppe noch nicht so da zu sein. Wow. 24 Gold und Experience. Was will man mehr?
Exit. Ich musste jetzt zuerst an Freezer denken. Als ich die jetzt den ersten Moment gesehen habe, habe ich sofort an Freezer gedacht. Frag mich nicht warum. Oi! Level 2. Boah, heftiges Level Up. Das ist aber ein heftiges Level Up. Warum ist denn die Musik jetzt auf einmal so leise? Na guck mal, meine HP ist auch wieder komplett voll nach dem Level Up. Das ist gut zu wissen. Sowas ist immer gut zu wissen, dass wenn man abgelevelt wird, erstmal die ganze Energie wieder neu aufgeladen wird. Das gibt einem nämlich auch taktisch gesehen ein paar neue Perspektiven. It was completely dark inside. Bam. Und jetzt mal Melody, komm. Und weg ist er, komm. Oh, doch nicht. Warum heilt sich Melody eigentlich nicht mal? Die ist schon verdammt knapp dran. Da könnte man jetzt ja mal gucken. Possession. Ne, Possessions. Use. Melody, use mal hier ein Herb. So. Ich möchte nämlich auf keinen Fall beim ersten Gang durch die Mine hier alle Leute verlieren. Oder auch nur eine Person. Das könnte ich mir nicht verzeihen. Ja, zwei Angriffe, da ist diese blöde Fledermaus schon weg. Und die gehen aber nur auf Melody, ne? Ah, jetzt hat sie einen Herb benutzt. Aber ich verstehe nicht, warum sie die Herbs benutzt. Sie hat ja Heilmagie. Warum heilt sie sich nicht? Das fände ich etwas sinnvoller. Naja, egal. Ah, guck mal, hätte sich gar nicht heilen müssen. Jetzt ist sie sowieso wieder... Jetzt ist sie sowieso stärker. Wieder voll geheilt, meine ich. Boah, was ist das denn? Ein Zombie. Okay. Habe ich jetzt Magic? Nee, immer noch nicht. Wann lerne ich denn Magic? Wenn der jetzt schon brutal Fire auspackt, dann steckt der Zombie bestimmt einiges ein. Ja, 4 Schadenspunkte ist nicht wenig. Der hat gut eingesteckt. Boah. Also komm, ich möchte wenigstens mal aus der Mine noch raus. Hä? Was war das denn? Power Attack? Nicht schlecht. Wow. 31 Gold. So, jetzt müsste aber Rhodey auch langsam mal ein Level abkriegen, oder?
Irgendwie habe ich jetzt dieses Treppengeräusch von Resident Evil erwartet. Frag mich nicht warum. Dieses. Schienen? Warum sind denn da oben Schienen? Das ist ein verdammt großes Dungeon, oder? Ich glaube, wir kommen hier nicht raus, bevor nicht Rhodey auch noch ein Upgrade gekriegt hat, oder? Da! Danger. Aber hier ist doch nichts. Check das out. Oh. Leather Glove. Ja, das ist zum Beispiel was. Ja, das weiß ich doch jetzt mittlerweile. Ah, ach so. Ah, ein Shortcut. Okay. So, das ist zum Beispiel was, jetzt müsste ich eben gucken, Equip. Gucken wir mal bei mir. Wäre der jetzt besser als etwas, was ich schon habe? Ich kann es nicht ausrüsten. Okay, wäre das denn dann vielleicht gut? Rhodey hat nämlich, achso, doch, der hat Sachen. Weil er gerade noch gesagt hatte, er hätte sein ganzes Equipment ja verloren. Nee, dann benutzen wir wenigstens. Use kann ich aber machen, ne? Mal eben uns heilen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also das, da finde ich, das ist ein bisschen zu undurchsichtig, wo man noch so hingehen muss. Oder kann. Oh, Melody hätte sich aber jetzt mal heilen müssen. Ah, okay. Jetzt sollte Melody eigentlich mal Rhodey heilen. Nö, macht sie nicht. Ist okay. Ah, aber Rhodey kriegt ein Upgrade. Sehr gut, dann ist die Energie ja wieder voll. Es ist zu undurchsichtig, wo man hin muss. Also das finde ich schon wieder nicht gut. Eine Map vielleicht zum Beispiel wäre gut. Die findet man bestimmt online. Man kann bestimmt online Dungeon Maps gucken dafür. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass die jedes Mal neu, Ach, Rhodey hat gar nicht volle Energie gekriegt. Der hat zwar mehr Energie gekriegt, aber nicht voll. Melody ist auch nicht mehr so fit. Ich glaube nicht, dass jedes Mal ein Dungeon neu erstellt wird. Also so weit waren sie, glaube ich, zu der Zeit noch nicht. Melody hat gar keine Herbs mehr. Nee, warte mal. Wir machen das anders. Ach, ja, das sollte er auch nicht auf mich benutzen. Ich wollte von mir Herbs benutzen. Auf Rhodey. Und auf Melody. Weil das ganze Team ein bisschen angeschlagen ist.
Ja, vor allem, ich weiß auch nicht, laufe ich jetzt gerade zurück? Laufe ich jetzt gerade zurück oder laufe ich vorwärts? Sowas mag ich nicht. Ich finde das Spiel, ich finde das ein bisschen schade, weil ich finde das Spiel eigentlich ganz cool. Die Aufmachung ist ganz cool, das gefällt mir. Ah, da, Exit. Die Aufmachung gefällt mir auf jeden Fall mega. Sind wir draußen? Jawohl. Jawollo, Apollo. Ach so, kein Empfangskomitee. Ne, da würden wir wieder in die Mine reinkommen. Hä? Wo müssen wir denn hin? Ah, okay. Desire Village. Forest Confusion. Ne, gucken wir uns mal Desire Village an. Also, kein wildes Rumrennen auf großer Map. Oh, auch in der Village muss man so rumrennen. Wir checken mal den Kleinen aus. The Around Desire is dangerous. The area north of here is a cursed mine and Enrich Forest in the south is haunted. I'm not scared though. Well, maybe a little. There was a great war in the forest a long time ago, so no, only ghosts and stuff live there. That place is creepy. Okay. Okay, also hier können wir jetzt mit allen quatschen. You are the mercenaries who went into the mine, aren't you? Since that outlaw was killed in the cave in, the survivors went back to Enrich Castle. Apparently, some of the regular soldiers were killed as well. And because of that, they've closed the border, so nobody can leave. Okay, also ist unser Ziel eigentlich jetzt nach Enrich County zurückzukommen? Hier können wir wahrscheinlich Waffen kaufen und Items. Toolshop. Und mit Leuten quatschen, natürlich. The forest to the south is a place where the last battle was fought during the Enrich War. The graveyard behind the lake seems to be all that's left of the war. I was told not to go near the graveyard. People say that ghosts of warriors long gun would appear in challenge. Weapon Shop. Gucken wir einfach mal. Are you looking for some weapons? You can see them from over there. Come closer to take a good look. Ja, würde ich ja gerne, aber er lässt mich nicht weitergehen. Er lässt mich nicht näher gehen. Ich kann nur gucken. Muss wahrscheinlich erstmal mit allen quatschen. Although I don't have a lot of money, I want to buy so many things. What shall I buy? Kann ich dir auch nicht sagen. Verdrückt euch mal hier alle. A smart way to fight in dungeons is to find pixies that live in various places and summon them at the moment monsters appear. If the right pixies are used against the right foes, the pixies will attack them before they get to you. And their attack power increases as the number of pixies grows. And I think they can help you. Find treasures too. Okay, ich habe mit allen gequatscht. Hi, we have many travel supplies here. If you're going to an adventure, you may want some of the other these items. Ja. Ne, mit dem habe ich schon gequatscht. Lass mich. We are the specialty store that sells armor. If you need anything to protect your body, we can help here. Let us show you what we have.
Ja, dann mach doch. Zeig doch auch. Ah, ich muss C drücken, um da ranzugehen. Buy, sell. Sale items. I'm sorry, we are sold out. Okay. Ich glaube, der Toolshop könnte ganz interessant sein für Herbs. Ja, Herbs und Antidotes. Kann ich immer nur einen einzeln? Immer nur einen einzeln. Was ist das? Angel Wings? Was machen die denn? Nee, wenn ich nicht weiß, was die machen, nehme ich die nicht. Naja, und vor allem... Welcome to my shop. What weapons are you looking for? So, das Problem ist einfach... Oh, Repair. Weapons get damaged during battle. Okay, können alle nicht repariert werden. So, die Sache ist die. Wenn ich das richtig gehe... That's great. Which one do you want? Das Problem ist, mir wird hier nicht angezeigt... Ob das Schwert jetzt wirklich besser ist als das, was ich schon habe. Ach doch, hier. Okay, Attacke wird natürlich besser auf 34, okay. Und dann kann ich noch entscheiden, ob ich es kaufe. Gut. Ach, und er fragt direkt, ob ich das verkaufen möchte. Das ist natürlich auch klasse. Ja, das ist super. Das haben die gut gemacht, muss man sagen. Jetzt wäre natürlich meine nächste Frage. So, ich möchte hier raus. Wie komme ich hier raus? Ah, rückwärts laufen. Jetzt wäre... Ah, guck mal einer an. Guck mal, ich kann auch nach oben gucken. Und nach Seiten. Indem ich den Z und den X-Knopf benutze. Das ist ja cool. Jetzt ist nur die Frage, kann man hier irgendwie speichern? Sieht nämlich nicht so aus. Da muss man bestimmt in ein Gasthaus oder irgendwie sowas. Was sagt der denn uns? It was a large expedition this time. Were you part of it? Ja. They sure made a big fuss over a small task of just catching a few outlaws. I got all excited and thought that a war had broken out or something. Okay. Wenn du das sagst. Ich kann einfach so in jedes Haus gehen. Finde ich wieder klasse, sowas. Village Chief. It must be very boring for your mercenaries to be stuck here because the border is closed. But please try to be patient. If you get into a fight, it will distress all the people living here in Desire Village. Do you know about the ancient ruins of the south of the forest? Nee. At least one scared treasure is said to be hidden in the ruins. Guck mal, ich habe gesagt ja und trotzdem erklärt er mir das. And it is supposedly to great power if you have an interest. Why don't you explore the ruins? However, I do hear that there are tough guardians protecting the place. If you go, try to be careful. Bin ich immer. Trotzdem wäre eine Speicherstelle gut. Aber okay, auch ohne dass wir die Speicherstelle finden, würde ich jetzt einfach mal mein Fazit abgeben. Ich finde das Spiel richtig gut gelungen. Ich finde das Spiel richtig gut gelungen. Ich finde halt nur blöd, eine Map wäre gut in den Dungeons. Ansonsten habe ich nichts zu meckern.
Tatsächlich. Ich find's gut. Welcome, we have great food and drinks here. Please relax and enjoy ourselves. You must be travelers who got stuck here, because they closed the road to Enridge. Well, there isn't anything to be done about it until they reopen the gate. You must be... Ah, you look quite skilled. I can tell it's my business too. Hey, don't look at me like that. If you don't want to talk about it, say so. Here, have one of the house. There are some other mercenaries in here too, over there in the back. Okay. The woman is a knight and the other is a dragon warrior. I heard that they were hired by the Sarge Sabato to come out and join this expedition. They don't seem to know what to do next. Now that they've lost that outlaw in the cave inn and the borders has been closed down. Oh, dann sollten die Rhodey vielleicht nicht sehen. I remember hearing tales about a skilled team of mercenaries consisting of a princess and a dragon. Could it be them? Nah, couldn't be. What would possibly interest a team like that into coming to a backwater place like this? Recht hat er. Ja, also, mein Fazit, mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut. Das Einzige, was man als Edition vielleicht noch dazu machen könnte, wäre eine Map für die Dungeons. Ansonsten finde ich es echt gut. Storymäßig gut. Grafik, okay. Zeitgemäß oder nicht, kann man drüber streiten, hat halt seinen Stil, aber ich find's gut. Kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Was ist mit euch? Habt ihr Shining Force Teile gespielt oder vielleicht sogar Shining the Holy Ark? Wenn ja, schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht, abonnieren und Glocke, damit ihr nie wieder was verpasst. Und es bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und Abend, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.